Recht herzlich willkommen zur 59. Folge von Factorio. Ja, wir sind wieder drin im Spiel, müssten mal reinzoomen und gucken, dass wir das hinkriegen. Was müssen wir machen? Also, wir haben letztes Mal Munition hier aus der Kiste rausgenommen, wir müssen weiter optimieren. Ja, hier steht so ein Roboter rum, den können wir doch schon mal für da oben gebrauchen. Dieses hier ist eigentlich genauso über, können wir da auch wegmachen. Dann bauen wir den mal da gerade, das war falsch, rotieren geht da rein. Und hier nehmen wir noch ein bisschen was weg. Die brauchen wir alle nicht. So, dann haben wir noch ein paar Förderbänder, das ist auch alles über. Können wir auch alles mitnehmen. Jetzt fahr da nicht durch die Gegend. Die beiden können wir auch abbauen. So, die können wir aber auf der anderen Seite reinmachen und wir können hier die Zufuhr machen. Dann können wir da auch noch was bauen, ne? Gut, dann auch dieses da oben hin. Da müssen wir ein bisschen höher gehen. Da kommen wir sonst nicht dran. Das passt. Förderband 1 geht hier lang. Da müssen wir gerade drehen. Das ist gut so. Oh, der geht nicht mehr dahin, dann müssen wir dahin. Die können dahin, müssten einladen, das ist richtig. Der auch, das müssen wir auch noch ändern. Das sieht auch so komisch aus da. Ach so, der hat mal von der Seite aufgepackt, ne? Genau, da müssen wir den wegnehmen. Das ist natürlich doof mit dem Masten hier, ne? Geht das auch ohne? Sieht so aus, als ob es auch ohne geht, ne? Dann den dahin. So, die drei packen ein. Der packt nach da aus, der nach da aus. Gut, das sieht gut aus. Jetzt müssten wir eigentlich nur gerade gucken, dass wir hier... Also, den Weg müssen wir noch hier erst bauen. So, so, so. So, so. Passt. Und den da müssen wir umdrehen dann, ne? Ja, jetzt ist er weg. Da rein. So, jetzt packt es runter und da lang. Und jetzt müssten hier die Öfen anfangen zu... Warum? Was ist hier schief gelaufen? Ist der zu lang, oder was? Nee, oder? Hä? Ach so, da ist was drin, deswegen geht's nicht. Alles klar. So, jetzt funktioniert's. Okay. Ich wollte schon gerade sagen, warum kann der das da nicht reinpacken, aber das war ja klar dann. Gut, dann haben wir das hier auch besser gemacht. Das kann weg. Würde ich jetzt sagen, können wir da unten aber austauschen, ne? Drehen. Ja. Läuft auf jeden Fall. Gut, dann haben wir die Produktion gesteigert. Ich glaube, es läuft auch insgesamt jetzt mehr. Kann das sein? Auf jeden Fall läuft der hier. Ja, ist alles im Umlauf. Kupferplatten fehlen. Aber die sind auch im Umlauf doch. Die werden nur hier gerade sofort abgenommen, ne? Alles klar. Wie sieht's denn oben aus? Da hatten wir das ja auch. Hier steht noch ein Roboter mit einer Kiste. Das kann alles weg. Gut, und hier kommen Kupferteile rein. Aber nicht. Doch, Eisendingens geht hier auch lang. Da war gerade eins auf jeden Fall. Hatten wir das schon mal gemacht hier? Wie sieht denn das da aus? Nee, der macht gar nicht das rüber, was wir wollen. Das ist jetzt egal, sondern da muss das hin. Ne? So, die packt er auch über die Stahlteile dann. So läuft. Haben wir denn hier irgendwo... Wird hier irgendwo Stahl produziert? Ah, da wird Stahl produziert. Der geht da rein, ja genau. Gut, dann läuft das aber auch. Ich glaube, der Zug ist schon leer, ne? Ja, da müssen wir mal Neues holen. Müssen wir schauen. Ich hole mal aber unten gerade in die Kiste rein. Der fetcht da ja mal was. Oh, 65 dabei. Das ist schon mal super. Schon wieder zwei, drei, ja. Ist da. Nichts von Bedeutung. Warte mal, was hier? Nix. Und dann können wir... Das können wir doch dann mitnehmen. Und da oben, was machen wir mit der Kiste?
So, da ist noch ganz viel drin, den brauchen wir aber eigentlich gar nicht, ne? Aber den nehmen wir da weg, der kann da oben auch hin, weil oben wollten wir ja noch ein bisschen was mehr machen, ne? Gut, die Produktion läuft, das ist super. Auto nehmen wir nicht, sondern wir fahren hier mit dem Zug. Ach, die Kohle ist auch so doof, ne? Die ist nur einspurig. Reicht das denn? Obwohl, die Öfen laufen ja alle, dann müsste das auch gehen. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir gerade nach oben und holen Kupfer und auch Eisen. Jo. Läuft. Nur wie lange? Ja, schade, dass der so rum nicht schneller fährt. Der fährt nur andersrum schneller, ne? Aber naja. So, jetzt kommt der Abzweig, oder? Da ist er. Einmal hoch, bitte. Und angehalten. Packt schon ein. Wir steigen aus und gucken zu. Wo bin ich denn noch so? Da vor den Zug laufe ich deswegen. Da definitiv einen hin. Den können wir da auch machen, aber dann gibt's. Aber wir haben noch einen Strommasten. Geht also. Wir haben hier noch eine schöne Kiste. Kann da auch hin. Und dann haben wir noch Roboter. Ich glaube, das ist gut so, oder? Warte, wir könnten da oben noch eine Kiste hinbauen mit dem Roboter da dran. Und okay, der soll das einpacken und fertig. Wenn die Kiste dann voll ist, ist alles gut, ne? Der und der sind alle gut. Da können wir aussortieren. So, das bedeutet, die drei packen auf jeden Fall... Nee. Achso, da kommt nichts an, ne? Ja, okay. Das ist dann klar. So, aber das soll auch erstmal reichen, denke ich. Gehen wir da in den Zug rein und fahren wieder weg. So, wie sieht das aus mit dem... Ja, können wir da lassen und fahren weiter zum Metall. So, auf geht's. Nicht zum Metall, zum Eisen. Metall ist es erst, nachdem das Eisenerz geschmolzen ist. Und dann haben wir Eisenplatten. Bisschen weiter vor. So. Gut, jetzt packen wir dann noch Eisenerz rein. Und dann geht's da unten auch wieder weiter. Ja, geht relativ flott hier. Wegen vier Roboter, die das einpacken, ne? Alles gut. Das ist hier der Befeuerte, okay. Können wir die Klamotten, können wir gleich noch rüberpacken. Kupfer brauchen wir da ja nicht. Warte mal, die drei können da mit rein. Die drei können wir auch da einlegen. Dann haben wir das hier nicht mehr drin, ne? So, gleich ist er voll. Letztes Stack. Und weiter geht's. Ne, so rum. Und Licht haben wir dann. So, gleich kommt die Kurve. Hier geht's richtig flott, ne? Da kann man richtig Gas machen. Und da müssen wir bremsen. Er speichert gerade ab und wir sind voll da reingefahren. Ah, die Kohle wird wieder rausgeholt. Nee, ich... Oh, jetzt ist der Zug leer. Das ist ja voll doof, ne? Ich glaube, wir machen da mal irgendwo ein Gleis weg, dass das nicht mehr so passieren kann, ne? Weil das macht echt irgendwie keinen Sinn. Oh. Nee, das war falsch. Enter müssen wir drücken, damit wir da rauskommen. Da war gerade ein Angriff, ne? Ja. Ja, super. So, F. Komme ich nicht dran, ne? Ich glaube, da vorne hat er schon alles rausgepackt, die Kohle, ne? Ah.
Ja, super, oder? Entschuldigung. Hier komme ich jetzt nicht hin. Das ist voll doof, ne? So. So, jetzt ist die Kohle weg, oder? Ja. Gut, gucken wir, was da unten passiert ist. Ob da, wie viel er da rausgenommen hat schon. Oh, über 100. Wow. Das ist schon mal super cool. Und es kommen immer noch welche. Gut, dann gehen wir mal zum Auto gerade. Gucken, wie viel wir schon haben. Ah, nee, das war falsch. Wir müssen einsteigen und dann E drücken. Nee, ist auch verkehrt. Wir müssen jetzt draufklicken. So. Das da rein, das da rein. Und das da rein. Und da haben wir noch welche. So. Jetzt ordnen wir das mal ein bisschen systematisch hier an. Und das dahin, das dahin, das dahin, das dahin. Okay, das war auch verkehrt. So. Das noch da. Macht er nicht. Auch cool, ne? So, da sind jetzt die leeren. Hier müssen noch 3 Stacks hin. Macht er auch wieder nicht. So. Was fehlt uns? 2000, ne, 1006 von den Eisenplatten. Irgendwas bei, keine Ahnung, 500, ne, 600. 56 wohl, und hier sind's 1,7 haben wir, das sind also 820. Warte, hier sind noch welche. Stahlträger. Hoffe nicht, die Eisenplatte kann noch da rein. Haben wir genug jetzt überpackt, oder? Ja. Eisenplatten, Stahlträger und die Munition. Gut. Wunderbar. Das läuft jetzt hier besser. Ah, hier ist die Kohle gelandet. Die müssen wir da wegnehmen, damit der letzte Ofen auch noch wieder funktioniert. So, jetzt geht der letzte Ofen auch. Fast. Oh, hier ist aber eine ganze Ecke Kupfer jetzt unterwegs. Und hier läuft's auch. Wieder 26, 27 Stück dazu. Ja, okay. Kupferproduktion ist zugange. Warum macht er hier nichts? Keine Stahlträger kriegt, das ist schade. Und er? Lito. Da kommen keine Stahlträger rum, okay. Wer produziert denn Stahlträger? Was macht er denn hier? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall nichts mit Kupfer. Wenn ich das da reinlege, läuft's mit Kupfer, ne? Ach so, da packt keiner was rein, ne? Doch der, aber die Kohle nur. Und die kriegt er da auch gar nicht, oder? Oder geht da, ne, da geht's runter, da kriegt man schon keine Kohle mehr, aber das Kohle drin muss doch gehen. Aber wer packt da was rein? Keiner, ne? Das heißt, uns fehlt da ein Roboter. Halt, da ist noch was. Was mit der Kiste? Oh. Da haben wir noch 100 davon. Da noch 100. Oh, Bänder sind da auch noch drin, ne? Ah, jetzt packt er da rein. Warte mal, das wollte ich aber gar nicht. Wir machen mal die Kiste weg hier. Komplett die Kiste weg. Warte, der packt aus. Der packt rein, aber da kommt sowas nicht rein. So, jetzt läuft der Ofen dann auch. Packt der auch von der oberen Reihe? Ja, der packt auch von der oberen Reihe. Dann geht das ja. Jetzt nimmt er die Kohle nicht weg, ne? Doch, hat er auch gemacht. Gut. Und da oben ist noch mehr Kohle. Die kriege ich jetzt wieder nicht. Ja, die ist schon vorbei. So, ich glaube, jetzt wird die Kohle alle raus, ne? Sieht so aus.
Produktion läuft auf Hochtouren. Hier unten sammelt sich allerdings das Kupfer. Das ist schlecht, weil dann kommen hier gleich keine Munitionssachen mehr an. Also Kupfer ist jetzt irgendwie zu viel hier unterwegs. Aber Kupfer ist jetzt durch. Es müsste also auch weniger werden, weil jetzt gerade hier Eisen nur noch ist. Ja, das klappt schon. Das wird schon. Es staut sich zwar hier noch, aber auf Dauer wird das weniger werden jetzt, denke ich. Ja, gehen wir davon aus. Komm, wir packen noch einmal in die Kiste, mal gucken, was drin ist. Nur 8er. Haben wir schon 81. Ja, nehmen wir den auch noch mit. Und dann nochmal ins Auto. Ausladen, da waren ja jetzt in der einen Kiste eben noch so ein paar Sachen drin. So. 82. Sind da jetzt 100 geworden. Machen wir dahin, die machen wir dahin. Hier sind nochmal 100 von denen da. Na, ja, jetzt wird das schon anders, ne? Hier sind noch mehr 100 Eisenplatten. Ja, das Umschichten jetzt ist auch ziemlich egal, ne? Wir müssen nämlich jetzt schon definitiv anfangen. Und die 94 Platten sind okay. Ja, Eisenplatten 2100. Munition 1700, Stahlträger 964, ja. Das zählt ja jetzt schon mit, wenn wir da die hier in unserem Inventar haben. Das Inventar ist ja fast bis auf Munition voll, ne, oder? Das andere ist alles 100. Nee, Stahlträger sind nicht 100, haben wir aber auch gerade keine dabei. Gut. Ne, nicht fahren. Aussteigen. Gut. Dann würde ich sagen, soll es aber erstmal für die Geschichte reichen. Hier läuft noch was. Wir werden wahrscheinlich gleich schon wieder mit dem Zug losfahren müssen, weil hier nichts mehr drin ist. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.